Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Crew, Folge 13. Wir sind hier mitten irgendwie in der Wüste, waren ja in der letzten Folge noch irgendwo anders. Und ich muss euch was gestehen. Und zwar nämlich hat sich im Verlauf, also in der Zwischenzeit, zwischen dieser und der letzten Folge etwas getan. Es gab ein Update zu dem Spiel. Und dieses Update hat dazu geführt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass jetzt Wild Run zu The Crew gehört. Also so, ne, mit dazu und so. Ihr wisst, was ich meine. So, das Ding ist jetzt, man hat also auch Wild Run jetzt hier mit im Spiel drin, wenn ich das richtig irgendwie gesehen habe. Ich will meinem Gott, oh Gott, Moment, aha, hier, okay, so. Ja, also, hier. Naja, das steht, Wild Run geht hier quasi los, weiter und so, was ich aber jetzt nicht gerne machen möchte, sondern ich wollte mich eigentlich um die Hauptmission konzentrieren, also um die eigentlichen Missionen, so, ne, da wollte ich ja gerne weitermachen. Deswegen switchen wir hier hin und ich hoffe, dass auch die Lautstärke her so passt. Mal gucken. Vielleicht wird es dann doch zu... Ich glaube, das ist zu leise. Ich glaube, das ist zu leise. Habe ich zumindest so im Urin gerade. Pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich gucke mal eben kurz in den Optionen. Spieleinstellung, Mitteilung, Video, Audio. So, ich mach's mal so, wenn es zu laut ist, dann, ja, mach ich's halt nächste Folge leiser, oder wenn es zu leise ist, mach ich's lauter. So in dem Sinne halt. Ich die Option speichern, ja, richtig. So, Fenster schließen, ranfahren. Gut, dann schauen wir mal. Ihr seht's auch, schon im Video. Ich mach das Ganze wieder mit der Racecam, deswegen, hallo? Ich hoffe, meinen dicken Bauch sieht man jetzt gerade nicht. Okay, gut, wir starten jetzt mal. Alex, ich habe noch einen Schmuggelauftrag für dich. Enge Deadline, viel Kohle. Okay. Hast du das Paket? Ja, bin unterwegs. Okay, du musst Gas geben. Das ist eine schnelle Strecke, Alex. Tritt drauf. Ja, warte kurz. Ich muss eben hier. Ich wollte eben nur kurz die Steuerung umstellen. Aber jetzt kann es weitergehen. Habt ihr das übrigens gerade gesehen, wie das Auto sich da in die Straße eingefressen hat? Sie hat teilweise da echt drin verschwunden. Das war schon sehr interessant. Boah. Falsche Richtung. Oh, Scheiße. Falsche Richtung. Das ist nicht schnell genug. Ja, ach, was du nicht sagst. Okay, ja. Ach, nicht fortsetzen. Ey, nochmal spielen. Warte mal. Nochmal kurz in die Einstellung rein.
Option. Audio, jetzt mal noch ein bisschen lauter. So. Okay. Schön. Und jetzt nochmal. Okay. Und los geht's. Hast du das Paket? Ja, bin unterwegs. Okay, du musst Gas geben. Guck mal hier, pass auf. Siehst du, dass das Auto da in der Straße verschwindet? Krass, ey. Das ist eine schnelle Strecke, Alex. Tritt drauf. Alter. Vor allem, das finde ich absolut krass, der Typ denkt, dass hier nur einer hat. Das ist ja so geil. Voll der Bagger. Oh. Schön sagt die Maschine. Schon wieder, schon wieder. Ah, je. Ich drücke 2, ich drücke 2, ich will 2, ich will zurück auf die Strecke, ich will doch nur. Oh, welche Taste ist es denn? Das ist nicht schnell genug. Ja, ach, was du nicht sagst. Hier steht. Okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, die Steuerung hat sich oft zurückgesetzt. Also das ist ja jetzt hier irgendwie auf, ich habe keine Ahnung, ich muss mich da noch ein bisschen durchvorstellen. Machen wir das ganze Spektakel jetzt auch nochmal. Ja, wir haben jetzt Zeit. Kein Stress, kein Druck. Mann, ey. Das Video überspringen wir hier gleich mal. Na, die Einführung, die kennen wir jetzt halt schon. Ach, 2. Ja. Das ist eine schnelle Strecke, Alex. Tritt drauf. So, und jetzt Konzentration, bitte. Ja, sorry, ich rede gerade nicht so viel, weil ich mich hier noch ein bisschen arg konzentrieren muss. So, und, oh. Und, yo! Das war jetzt ja ganz schräg. Oh, das auch. Hey, kann man das nochmal in der Wiederholung bitte sehen? Das war ja mega geil.
jetzt ein bisschen durch die Stadt fahren. Die Erholungsrasse lassen wir nicht im Stich. Also warum sind wir auf dem Highway? Ich dachte, wir wollten den Cops ausweichen. Keine Zeit für eine Rallye. Der Preis ist das Risiko wert. So viel, ne? Okay. Ich raff die Geschichte. Also... weiß ich nicht. Irgendwie... Das wird jetzt alles ein bisschen zu spät. Also ich weiß, was der Hauptpunkt... Ziel gerade, Alex. Ich weiß, was der Hauptpunkt des Protagonisten ist. Aber wenn hier so viele Nebenmissionen auftauchen und Franklin manchmal spielt, eigentliche Aufgaben, das eigentliche Ziel des Protagonisten. Scheiße. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Auto so aussieht. Ja, Silber, immerhin. 22. Nehmen wir mit. Okay, fortsetzen. Ich habe es abgeworfen, das war knapp. Gute Arbeit. Bei der Kohle, die wir machen, bist du sicher schon auf Schiffsradar. Jetzt nochmal eben kurz Karte gucken. Wo war Karte? Das war nicht Karte. Das war die Hupe. Nein. Nein, aber hier. Genau, da ist sie. Okay. Da will ich nicht hin. Ich will, wenn dann. Wie spät haben wir es überhaupt? Warte mal eben. 25. Ja. Okay, 6 Minuten. Nochmal sehen, ob ich das packe hier. Benutzt definiert. Was haben wir hier? Rallye. Okay, das nehmen wir mal eben mit. Machen. Oh. Spielen. Einzeln. Alex, ich habe eine Spur zu Coburn. Er hat einen Offroader eingestellt. Ich habe seine Position. Ich fahr hin und seh's mir an. Nun, der scheint nicht begeistert, mich zu sehen. Ich mach noch einen Background-Check. Zum Teufel mit dem Detektiv-Scheiß. Ich werde ihn einfach fragen. Hast du einen Plan? Ich leg ihn lahm. Lass Zoe ihn einsammeln. Das ist dein Plan. Guter Plan. Auch wenn er verdammt schnell ist. Wow. Oh, das ist gut. Bleib dran. Vorsicht, du verlierst ihn. Ja, was du nicht sagst. Wer immer da fährt, will garantiert nicht anhalten. Ich habe den Wagen überprüft. Die Polizei hat ihn bei der Jagd auf die Five Tens beschlagnahmt. Und wie ist der daran gekommen? Irgendwie über Coburn. Wie war die denn?
Baumfelsen. Alter, das ist echt. Bleib dran, Alex! Geht doch. Das gibt bestimmt nur Bronze. Und? Stufe 41 immerhin. Ach so, fortsetzen, ja. Silber! Naja, immerhin. Hey, ich dachte, ich habe jetzt mit Bronze gerechnet, aber okay. Cool. Mit dem Buggy, yeah. Plus 12. Ausstatten. Fortfahren. Lass den Typ von Zoe in Empfang nehmen. Mal sehen, was die aus ihm rausholt. Mach ich. Okay, Kleiner. Ich weiß nicht, was du spielst, aber du bist am Arsch. Boss. Jemand, auf den deine Beschreibung passt, hat einen meiner Partner hinter Gitter gebracht. Du bist offenbar nicht der, für den du dich ausgibst. Unser Deal ist tot. Du bist tot. Roxanne, leg einen Zahn zu. Coburn ist hinter mir her. Wir sind alle in Gefahr. Bin dabei. Ich koordiniere das mit Zoe. Ja. Das aber erst in der nächsten Folge. Dankeschön. Bis hierher. Ich mach mal kurz und zack. Oh, Hilfe. Ja, ich sehe nämlich gerade auf meinen Tacho. Es sind noch 2 Minuten Rest. Das lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich noch was anzufangen. Oder da lohnt sich nicht mehr wirklich noch was anzufangen. So ist richtig. Das ist korrekter Deutsch. Aber ich guck mal kurz, was haben wir hier denn so Schönes? Weiteres Land. Schwer. Fahrzeugstufe 350. Was haben wir hier? Ach, Motorradhändler. Ja, da müssen wir noch ein bisschen einkaufen. Ha. Fahrzeugstufe 530. Naja, ich habe 589. Mit dem Gelände. Oh, warte mal. 499. Ich muss ein bisschen shoppen gehen. Was habe ich hier? Geländewagen. Okay, alles klar. Geländewagen. Autohändler Los Angeles. Renntuner. Autohändler. Rallye. Nee, ich suche aber Gelände, ne? Ja, ich suche Gelände. Na gut, okay. Ich werde mal in der Pause jetzt im Offline-Modus werde ich mal gucken, hey, wo kann ich denn nochmal ganz genau jetzt mein Geländewagen tunen? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann hier, wenn es denn klappt, bei der Mission weitermachen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zugucken und sage tschüss, ciao, auf Wiedersehen, winke, winke, die Kamera.